So, was haben wir diesmal für tolle Loot? So. Aber zum Glück ist es nicht so, dass man zu viel im Inventar haben kann. Ist ja bei mir, das ist voll, man voll ist. Ist ja bei mir damals bei Guild Wars oder auch jetzt, wenn ich mich einlogge, mal das Problem. Gerade wenn man immer diese ganzen Loot-Sachen bekommt, weiß ich nie, wohin damit. Ja. Musst du dir in der Bank mehr Schließfächer Ja, ist ja auch kaufen? schon voll bei mir. Alles, wie man es macht, Man muss das zu reicht Geld nicht. machen. Auch die, wie heißt es, die Handelswaren sind auch schon voll immer. Ah, ich glaube, ich bleibe bei meinem Bogen. Der hat nämlich 99 Pfeile und es ist. Warum eigentlich? Welche Boni? So, machen wir mal weiter in der spannenden Geschichte hier. Aber so ist der Schwierigkeitsgrad, gerade, glaube ich, das ist ein forderner auf jeden Fall. Ich meine, das letzte Mal war es ja immer ziemlich ein Walk in the Park, also. Oh, erziele 150 Kopfschüsse, habe ich geschafft. Wow, ich habe jetzt Dampf, also so Drachenpistolen ausgewählt. Die kann ich aufladen für den Schuss. So eine Schrotflinte dann, ja, quasi. Und das ist dann wie Chewbaccas Armbrust. Eher wie die Armbrust. Also sind halt zwei Pistolen und du kannst den einzelnen Schuss aufladen. Aber dass sie das noch nicht rausgepatcht haben, dass man jede Truhe einzeln öffnen muss. Du musst nur Leertaste drücken, dann öffnet es alle auf einmal. Ja, bei mir ist es dann jede Truhe nacheinander. Bei mir nicht. Bei euch? Jetzt habe ich ausprobiert. Ich ausprobiert. Aha. Ja, ja. Das bringt noch ein. Ich bleib einfach bei der Ausrüstung und was soll's. Na, der Zwerg braucht noch. Musste das richtige Outfit suchen. Ich wollte auch gerade noch Ah, Gegenstände einschmelzen, aber. mit zwei Pistolen, ja. Ja, und mit Schild und Axt. Natürlich ganz cool, so ein Zwerg, der Bombenballert. Kann ich den Piraten raushängen lassen mit den zwei Pistolen? But first and foremost, find out Gehen wir jetzt wieder in die Stadt, oder wie? Nur jetzt nachts? Wir müssen ja noch die Weinflasche finden. Genau. Retten müssen wir die. Hier sind die Weinretter. Betritt die Außenbastion. This is as good a place as any to hold them. We'll manage, Story. We always do. Weil es schon wieder in die Stadt geht, wollte ich schon sagen, ist das Big City Fever oder was? Wie erklären die das hier eigentlich in der Story, dass einer immer zu Hause schilt und nicht mitkommt? Der muss sich von seinen Wunden erholen. Aber den haben wir schon lange nicht mehr dabei. Also. Er muss auf die Kinder aufpassen.
auf den Händler, ne? Der muss da bleiben und auf den Händler aufpassen, der in der Zitadelle wird. Ja, stimmt schon, das ist unsere Basis, ne? Wenn die da reinplatzen. Ja. Dann suchen wir uns eine neue Basis. Aber keine neue Basis ohne den Wirt. Aber wir, ich meine, wir sind seine einzigen Kunden auch. Also so gut läuft das Geschäft dann wieder auch nicht. Ich glaube, die Apokalypse hat dafür gesorgt, dass das Geschäft generell schlecht läuft, ja. Das ist nicht gut für die Konjunktur, meinst du sowas? Ich glaube, hier läuft irgendwo so ein Hakentyp wieder rum. Ja, ja. Ja, und man hört, ne, das, dieses bitter Kokosnuss, Geräusch mit dem Galopp. Oh. Ja, ne, hier runter wohl nicht. Das ist ein bisschen wie ein Granatwerfer, so, oder? Ich bin gerade am überlegen, ob ich unendlich Munition mit den Dingern habe, aber die können halt überhitzen. Okay. Ist also wie die... Oh, der Magier hat nicht. Warte. Also ist es dann ein bisschen wie die Magierin? Ich glaube fast, ja. Kommst du... Oh ne, ist down. Ja. Wie ist denn da passiert? Zu fokussiert aufs Rumballern. Moment, ich aber macht auch Spaß. Ich muss ja erst ein paar Ratten töten, das sollte ich wieder beleben. Schön. Okay, der macht der Mensch halt selbst, okay. Ich hab mich, weil ich mich um die Ratten gekümmert habe, konntest du das nur machen zuletzt. Genau, das habe ich echt richtig gemerkt. Sie waren so auf dich fokussiert, ich hätte einfach freie Bahn. Wann hast du dich zuletzt bei Guild Wars eingeloggt? Boah, gute Frage. Länger her. Sicher wie ein Patch in der Zeit gewesen. Muss ich mal wieder machen, um eine Gratis-Story abzugreifen, die ich da nie spiele. Moment, ich wollte noch. Jetzt was. So, ach, können wir mal machen, wenn die uns die Spiele hier ausgehen? Ja, ich habe ja. Das erste Add-on ist jetzt ja auch kostenlos. Ich habe ja nur das zweite gespielt. Cool, Kunst. Kunst? Oh. Hier die Treppe runter in der Truhe. Da war was in der Truhe. Unvorstellbar. Ich glaub's. An zwei Sachen in der Truhe. Den einen hab ich nicht losgeschnappt. Aber genau, also Guild Wars war irgendwie. Ich hatte das zweite Add-on dann nur gespielt. Die Story war irgendwie dann zu vernachlässigen und da war einfach zu viel Grinden. Fand ich irgendwie. War zu viel, einfach Rohstoffe. Sammeln. Ja, für die Tiere. Und genau, für die Tiere. Und dann haben auch die meisten in meinem Freundeskreis aufgehört zu spielen. Und dachte ich, ja, okay, irgendwie. Ich habe wieder ein Buch gefunden. I sense a gunner waiting in ambush. Ein Ambush. Ihr seid da unten. Ja, ich konnte da nicht hochspringen. Wie komme ich denn wieder zu euch, ohne zu sterben? Möglicherweise ja. Vorne. Einfach runterspringen. Ja. So ein krasser Typ. Einfach so. Einfach eine krasse Elfe, ne? Oh, was ist da so? Hab ich gerettet, ne? Hab ich gemerkt. Licht. Möchte, dass du das zu schätzen weißt. Und Philipp ist wieder rausgeflogen. Okay. Okay, krass. Aber diesmal schneller, ohne dass er lange rumsteht. Ja, das war die Hitze von meinen Pistolen, die sind gerade ziemlich am Glühen. Mach nicht so Assassine da, das ist. Ist er runtergesprungen in den Tod? Er ist gerade in den eigenen Tod gesprungen, ja. Der wollte, glaube ich, auf mich springen. Ja. Okay. Hat's nicht geschafft und dann Selbstmord. Aber, ist Philipps Rechner einfach schon ein bisschen älter, oder?
Nee, es ist ein neuer Rechner, den hat er vielleicht 2 Monate oder sowas. Ja, letztes Mal ging es ja ohne Probleme. Oder ist, ja, ist die Wohnung zu heiß bei dem? Kann ja sein. Steht irgendwo in der Ecke, wo es schlecht Luft kriegt. Heizen auch noch. Also ich bin ja in einer Dachgeschosswohnung, da ist es jetzt schon knapp 30 Grad, aber... Ja, krass. Da freust du dich auf die Tage, wo es irgendwie wieder so 40 Grad werden? Ja, das wird echt heftig. Es war ja letztes Jahr auch dann Novum, weil vorletztes Jahr, oder was war letztes Jahr? War glaube ich vorletztes Jahr. Da war nämlich halt Homeoffice noch nicht so häufig bei uns. Und da war es halt so 40 Grad, da hieß ja okay, weil wir ja auf der Arbeit Dachgeschoss haben und nicht klimatisiert, weil es ja nicht umweltfreundlich war. Muss man zu Hause bleiben. Und ich habe, mein Wohnzimmer ist recht schattig, deswegen. Aber dann wird ich mal kurz gelüftet und man hat wirklich gesehen, wie die Temperatur hoch ging. Und dann der Weg zu Lidl. Da waren auch einfach, mussten Leute, also waren halt Straßenarbeiter. Sag ich, ach, die sterben doch. Also wirklich auf dem Parkplatz ohne Schatten mussten ja den Parkplatz da neu machen. Ja. Das ist echt hart. Was hast du denn alles für... Oh, eine Assassine. Aber? Ein Ogre. Ich hab hier ein Chaosbrot, Moment. Ah, Ogre, okay. Nee, Chaosbrot, stimmt schon. Ich wusste, wo eine Lava hätte ich Feuer sagen sollen, sorry. Ach, aua. Warum habe ich die Akku? Nur weil ich eine Bombe auf ihn geworfen habe? Assassine. Down. Keine Pfeile mehr. Ah. Down. Jawohl. Easy. Hatte keine Panik. Ich bin übrigens gerade wirklich explodiert, als die Pistolen überhitzt haben. Okay. Mit so einen Waffen kann ich nicht umgehen, deshalb die Magierin kann ich nicht spielen. Ich töte mich dann nur selbst. Hier runter? Ja, von hier nicht gekommen. Aber da ist eine Truhe noch. Wo denn? Ja. Eine Bombe war da noch drin. Das Witzige war, ich wollte eigentlich schon die Waffe wechseln und habe die Taste gedrückt und habe halt runter weiter geklickt. Und das hat aber nicht geklappt und dann habe ich halt mit den Pistolen weitergeschossen, die schon voll überhitzt waren. Und dann hat's Bock gemacht. Und es hat in meiner Position weiter. Ach ja, wir waren auch noch hin. Und es hat Boom gemacht. Über. Einfach so. Ja, das ist bei Philips Rechner sicher auch so, dass einfach Boom macht. Ach, du bist wieder da. Ja. Also ist er wieder abgestürzt wegen Hitze, oder? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ist es bei dir denn so warm? Also ist es Dachgeschoss? Ja, es ist warm, aber nee, es ist nicht Dachgeschoss. Hat der die Fußbodenheizung noch an, oder? Weiß ich nicht, ob die Nachbarn unter mir heizen. Hier liegt was. Was? Da oben, okay. Hier oben auf dem... Sehr gut. Ich hab keine Pfeile mehr. Zentralgefängnis. Hört sich doch einladend an. Kommt mal hin, wenn man hier runterspringt. Ich bin jetzt hier runter. Ups. Man läuft im Kreis, okay. Wir erkunden den Rest jetzt. Aber das ist eine goldene Rüstung an, oder? Berg. Golden. Bleib mal kurz stehen. Ja doch, ist so golden. Alles so. Ganz schick. Wie so ein Kind, was sich viel Fasching angezogen hat. Ey.
Alle Helden müssen anwesend sein. It's a trap. Wir warten nur auf dich. Ja, ich hab mich verlaufen. Das ist mich wirklich verdammt, wo bin ich? Ich glaube, wir können dich nicht retten, oder? Also zu dir laufen, Mann. Wir retten auch nicht. Jetzt kann ich das. Falsch passt. Oh nein, F. Jetzt muss ich wieder ewig warten, bis ich meine Fähigkeit benutzen kann. Da, hier, die klettern mir irgendwie Zaun. Einfach hier stehen bleiben, wo sie lang. Und einer ist down, okay. Ich verschwinde auch gleich. Boah, der macht ja auf einmal Schaden, diese. In den Kleidern, die Ratten im Kleid. Hey, kann man nicht mal rüberspringen? Ja. Ach, da hinten. Wenn alle gehen mal dann schon Richtung Tor, Tor ist unten. Ja, lassen wir laufen einfach. Ah ne, links, rechts. Okay, hier kommt man nicht weiter. Warum folgt ihr denn mir? Ich weiß noch nicht, wo es lang geht. Ah, das Buch dadurch verloren. Ne? Dann nimm du es, genau, du brauchst es ja eher. Assassine irgendwo. Dann kommen wir. Ach, hinter uns. Ach, von hinten. Jetzt geht's schon wieder. Genau, kommt mal langsam, jetzt geht die Treppe runter. Hoch, mein Gott. Weil wir müssen entkommen. Ah, Assassine hinter dir. Der springt irgendwo hin. Alle Helden müssen anwesend. Das Szene von vorne. Uiuiui. Ja, war ein bisschen stressig. Oh, ne, Haus. Also, irgendwie, diese Ratten, Elite-Ratten, kommt gar nicht mehr, ne? Jetzt, oh fuck, jetzt immer diese. Oh. Einmal durchgezogen und drei getötet, ja. Auch schön. Die Chaos-Put ist irgendwie echt hart. Einfach mal fast einen Vibe hingelegt. Wenn ich sterbe, müsst ihr mein Buch nehmen, ne? Also stirb nicht. Ja, ich. Wir haben alle nicht mehr so viel Leben. Ah, hier geht's nicht weiter nach oben. Irgendwie mal so ein. Ein Heiltrank wäre schick. Oder Verbandszeug, ne? So ein paar Heiltränke sind wir alle mal. It's a wonder you're still standing, Cooper. Weil ich verstehe meinen einen Skill nicht, ne? Eigentlich
kriege ich die Gesundheit, wenn ich andere töte. Bekommst du, aber du bekommst so viel aufs Maul, das ist sofort wieder... Wo sind Tränke? Ja, war nur ein, aber keine Heiltränke. Genau, so ein Buff. Uff. Vor allem, ich hab halt unten jetzt, meiner Leiste ist jetzt zur Hälfte gefüllt mit Weiß. Moment, aber keine Ahnung. Welche Leiste meinst du? Deine die, Leiste? Die, meine Lebensleiste. Ah, deine Leiste. Damit redest du noch vom Spiel oder bist du gerade bei? Ja. Nee. Der Hinrichtungswurf hört sich ja nett an. Ja. Muss man ein Selfie machen, ne? Als. Twittern muss man. Das ist noch ein Assassiner. Da oben ist noch einer, Gatling Gun. Ich hab keine Munition. Also ganz tot. Oh. Oh nein. Jetzt haut er auf mich. Ich dachte, die hätten wir getötet, ey. Ah, so. Ich weiß nicht, ob ich mich hier als Gefangener freuen würde, wenn ich befreit werde, wenn da gerade 500 Ratten rumlaufen. Retten wir mal den Zwerg. Genau, der freut sich, egal wie viele Feinde da kommen. Besonders wir befreien die, aber die bleiben im Käfig sitzen, ne? Nein, nichts anderes mehr. Und dann sind die auf einmal verschwunden. Die teleportieren sich. Und lassen irgendwo, uns zurück, die Schweine. Na, irgendwo ist ein Magier. Komm nicht durch, weil hier diese Windhose von dem Magier ist. Ein Zwerg war der Magier. Der Zwerg ist der Magier, aber... Ja, du musst die Schwert töten. Jetzt kommt's raus. Na, Verräter, ja, das ist jetzt die Among Us. Ah, ja. Das ist Crossover. Ja. Ah, da unten ist er. Noch einer. Hier ist ein Gatling-Typen. Ja. Ach. Ja. Wenn ihr mal Pfeile seht oder so, sagt Bescheid. Ja, geht mir eh nicht. Pfeile. Oh, ja, sehr schön. Pfeile. Ah, cool. So, ich hab jetzt einmal eine Ladung Pfeile gerade abgeschossen. 99. Du hast deine Ladung jetzt abgeschossen, ja? Ja, alles rausgeballert. Alle. Nichts übrig gelassen. Erst, ich bin total alle jetzt erstmal. Seid ihr unten im Hof, wo wir schon waren, oder wo? Ich habe keine Ahnung, wo ich liege. Ja, also zurück, da ist auch noch ein Gefangener. Ah ne, ich glaube nicht, muss ich zurück? Oder? Es reicht, wenn ihr auch wieder in den Hof springt, da wo die ganzen Ratten herkommen. Ah ne, da ist eine Mauer. Ich muss von der anderen Seite kommen. An der Seite, wo wir schon waren, komme ich nicht durch. Barrikade. Aber hier sind so viele Ratten, ich komme nicht durch. So, der Zwerg macht's richtig. Ja, der hat ja auch eine Attacke, dass er nach vorne springen kann. Nein, habe ich nicht mehr. Ach ja, okay. Na gut, da habe ich nichts mehr. Gleich explodiert, oh. Der Zwerg. Oh, ja, das ist schon. Ah, ich bin down. Oben bei der Munitionskiste. Könnt ihr nochmal hochkommen? Vielleicht. Ich hab das Buch. Ihr müsst hochkommen. Deswegen trägst du das immer mit dir rum. Ja.
So, wie kommt man da hoch, da? Wir müssen und er ist weg. Ja, aber das Buch liegt noch bei mir, das müsst ihr... Kann der sich dann auch retten. Ja, hab ich. Ah, Tempo, im Chat, sorry, ich weiß nicht, wann das geschrieben wurde, da hat einer, hat I don't know who I am geschrieben, temporär Gesundheit, das weiße Zeug. Man bekommt nie permanent Gesundheit. Achso. Ach, ja, auch nicht mein Verbandszeug? Ich dachte Heilkrant nur permanent, aber Verbandszeug ist Leben. Ja, war ich auch der Meinung. Ich dachte, es wäre, genau, bei Left 4 Dead ist es ja auch so. Die Pillen nur, nur kurzzeitig. Ah, danke fürs Retten. There were others. They dragged them away. Some sort of ritual. Kann der Chat das nochmal ausführen? Als ja noch da. Ja, ich krieg, er meint wahrscheinlich, weil ich ja passiv theoretisch oder ich krieg passiv Leben, ach, wenn ich in einer Horde von Feinden kämpfe. Ach, ist die Nachricht schon so alt? Dann sorry, dass ich erst jetzt das im Chat mitbekommen habe. Anscheinend können wir hier Tagebuchseiten finden. Aha. Ja. Das Buch hat einer von euch, oder? Ja. Ja, ich trage es mit mir rum. Was hier ist wieder so ein normal ist. So ein Hookrat ist hier wieder irgendwo. Ja, die kommt ja hinter uns. Ach genau, das war in Bezug auf das Talent. Hinter dir. Also bist du halt während des Kampfs dann immer kurzzeitig hochgeheilt. Ja, aber dann, aber wenn du es eh wieder verlierst, nützt das dann so viel, weil wenn es dann wieder runterfällt. Ja, das ist halt die Sache, dann könntest du dann nach dem Kampf Skill ändern. Dann. Nach dem Kampf geht's ja dann wieder runter, ne? Wo ist ein Buch? Hier, aber ich kann es nicht aufwählen mit E. Also es leuchtet da bei mir am Buchregal. Bei mir leuchtet nix. Okay, rechts unten bei mir. Dann ist es für ein Anzeigefeld. Wäre ja nicht der erste. Mir wird hier hinter der Tür noch was angezeigt, da leuchtet was, aber. Ja, ich wette, wir müssen irgendwo ein Buch bewegen und dann geht eine Geheimtür auf. Das ist immer so ein. Hatten wir vorhin ja auch schon in dem Spiel. Aber es wird mir ja. Du hast keine gefunden. Ach, schön. Kannst du behalten. Auch nur ein paar. War nicht so viel. Also, I don't know who I am. Du hast es schon durchgespielt, nehme ich dann an. Oder nachgelesen gerade. Sealot funktioniert ja sowieso so, dass er optimalerweise weniger als 25 Leben hat für extra Damage und daher ist der Tempo temporäre Health optimal für ihn. Okay. Jetzt weißt du, wie du das spielen musst, Paddy. Ja. Aber du spielst ihn ja unabsichtlich schon so, dass du nicht mehr, dass du immer wenig Leben hast. Richtig. Ist dein Default-Spielart. Ammo und Leben. Dann mal anfassen. Ich habe jetzt auch mit Folian. Ja, du hast den aufgehoben, den Philipp abgelegt hat, um sich zu heilen nur. Ah, okay. Ja, nö, du hast gar keinen, den habe ich dir geklaut. Stimmt, jetzt hat der Inquisitor den. Ich bin verwirrt. Das ich hat mich hier schon gefreut, dass ja. gerettet werden muss immer. Warum ist irgendwo eine Gasratte? Ich habe in dem Spiel schon die eine oder andere Stunde reingesteckt, okay? Das heißt, schon dreistellig? Er hat das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt. Auf mit jedem Charakter. Auf jeden Charakter auf Max und auf höchster Schwierigkeitsgrad. Ah, jetzt hier Bossfight. Baby.
Nugrod der Ewige. Erstmal, okay. Ah, da war. Das sieht ja. Überlebe. Nicht besiege. Nein, wir müssen überleben. Wir machen keinen Schaden, oder? Nö. Der Zwerg stirbt da gerade, habe ich das Gefühl. Es sind Fliegen, aber jetzt sind sie wieder weg. Etwa 700. Und ja, Kettleisen fehlt noch. Aber dann kannst du uns doch vielleicht dann sagen... Ach, Fliegenscham. Fliegenscham. Ja, kann ich Add-on vielleicht... Ah, dann kannst du uns doch sicher sagen, was das jetzt ein neues Add-on anscheinend da ist. Das ist dieses mit dem Dorn... Was mit Dornen, oder? Weswegen wir den Prolog nochmal spielen mussten. Vielleicht weißt du mehr darüber. Oder kannst du uns auch was von der Lore erzählen? Ich falle um. Ah. Oh nein, ich wurde werd gegriffen. Danke. Ich auch. Du fällst um? Ich wurde gegriffen. Oh Gott. Versuch jetzt gleich. Ich hab dir zu lange abgelenkt, dass ich tot war. Naja, bitte. Ah, hätten wir einfach skippen können? Oh, fuck. Und der falsche Und das ist nicht. Also, gibt's dann jetzt einen neuen Charakter, den man spielen kann? Also, die Druidin? Das erste Mal, dass wir jetzt alle verkackt haben, ne? Erste Niederlage, ja. Bitter. Gibt's einen Safe Spot? Glaub nicht, glaub nicht. Und hast du dann den neuen Charakter schon mal gespielt, die Druiden? Lohnt sich der DLC? Also, Philipp, irgendwie, du musst da ein bisschen nachholen, ne? Also, ich habe das niedrigste Level von allen. Ich finde, dafür bin ich okay. Ja, okay, gut. Deswegen, weil ich das halbe Spiel ja eigentlich nicht darf. Ja, der Bot reißt seine Statistik ja nach oben. Ach so. Ja, das kriege ich ja nicht mit.